Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lomtro-Video. Heute packen wir ein bisschen was aus. Ihr seht schon, ich bin in der Kiste. Und Kai in der Kiste habe ich etwas öfter gehört früher. Ja, vor mir steht etwas. Und zwar eine neue Querbox. Querbox, ne? Ihr wisst ja, die gibt es offiziell nicht mehr. Ich habe eine bekommen, weil ich Querfeldein unterstütze. Und das Video dazu, zu der ersten Box, die ich bekommen habe, findest du oben in der Ecke. Die verlinke ich dir. Und ich dachte mir, wir packen diese hier wieder gemeinsam aus. Richtig spektakuläres wird wahrscheinlich nicht drin sein, gehe ich mal von aus. Aber wir nutzen das einfach mal wieder so ein bisschen, um uns einfach mal ein bisschen zu unterhalten, finde ich. Und das sollten wir auf jeden Fall tun. So. Ja, ich habe in den letzten Wochen auf Instagram und auf dem Discord immer wieder die Diskussion mitbekommen, dass viele von euch da draußen dieses Jahr weniger fotografieren. Ich muss mich da leider mit einreihen. Ihr kennt ja meine gesundheitliche Situation und die erlaubt es mir leider in diesem Jahr nicht oft rauszugehen. Und darüber hatten wir gesprochen, und zwar auf dem Discord, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben einige von euch mitgeteilt, dass sie dieses Jahr sehr wenig fotografieren. Auch irgendwie nicht so Lust haben zu fotografieren, nicht so Lust haben, die Kameras aus dem Schrank zu holen. Und wie geht es euch da draußen jetzt so? Macht ihr viele Fotos dieses Jahr? Wie ist so eure Situation? Habt ihr Bock da drauf oder orientiert ihr euch ein bisschen um vielleicht? Ich habe hier der Christian, schöne Grüße gehen raus, hat dieses Jahr zum Beispiel sich mehr mit Uhren beschäftigt und hat alte Uhren gekauft und hat da jetzt so ein bisschen sein Hobby verlagert. Ich glaube, das ist irgendwie völlig normal. Wir sind ja alle keine Berufsfotografen, wir müssen uns nicht mit diesem Thema beschäftigen, und ich glaube, es ist völlig normal, dass wenn man sich leidenschaftlich einer Sache hingibt, dass es dann immer wieder auch Situationen gibt, wo man da nicht so die Lust drauf hat, ne? Aber ja, ich vermisse es zum Beispiel momentan doch sehr. Zwischendurch hat man halt andere Sorgen, ne? Und dann geht es halt nicht. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, was da so passiert ist die letzte Zeit. Folgt mir gerne auf Instagram. Ja, die Frage ist halt, wie geht ihr damit um in diesem Jahr? Macht ihr viele Fotos? Habt ihr euch im Urlaub ordentlich Filme verknipst? Ich weiß von einem von euch da draußen, auch da gehen die Grüße raus. Der Markus war es, genau. Der hatte im Vorfeld nicht so die Ambition, ganz viele Analogfilme mitzunehmen und so. Und jetzt habe ich gestern eine Nachricht von ihm gekriegt, dass er dann doch einiges verschossen hat. Und vielleicht muss man auch manche Sachen gar nicht planen, sondern einfach Kameras mitnehmen und dann vor Ort einfach gucken. Ich glaube, wenn man vor Ort einmal dann auch entspannter ist, dann macht man vielleicht auch mehr Fotos und gibt sich dem Hobby mehr hin. Je nachdem, wie das Wetter dann auch noch ist, ne? Also schreibt mal in die Kommentare, wie viele Fotos ihr so gemacht habt und wie viele Filme ihr verschossen habt. Ich kenne es zum Beispiel auch noch aus Barcelona ganz anders. Da hatte ich Kameras mit und es war so heiß, dass ich keine Lust hatte zu fotografieren. Es war einfach viel, viel, viel zu heiß. Und da wollte ich dann nicht großartig rumziehen und mir permanenten Schatten suchen müssen. Das hier macht doch Spaß, oder? Das macht doch schon wieder Spaß. Das kann man doch schon so lassen. Und ich glaube, das ist doch schon eigentlich das beste Thumbnail überhaupt. Jetzt seht ihr im Video, wie das Thumbnail hinterher aussieht. Sieht wunderschön aus, oder? Das sieht richtig gut aus. Und ich möchte es gar nicht umändern. Man sieht wieder, Katja hat wieder alles gegeben beim Einpacken. Auf der Karte steht, die nehme ich mal eben so. Wir können das nicht oft genug schreiben. Dank euch gibt es Querfeldein nach wie vor. Und ihr gebt uns mit eurer Unterstützung nicht nur viel Wertschätzung, sondern auch die Zeit, an Neuigkeiten zu arbeiten, die das Magazin auf lange Sicht stützen können. Das ist aktuell die größte Priorität, denn ihr habt sicher auch gesehen, dass das nötige Ziel auf Steady noch nicht erreicht ist, um Querfeldein allein zu tragen. Ihr erfahrt natürlich als erstes, was wir gerade aushacken.
An der Stelle möchte ich gar nicht großartig weiterlesen, sondern möchte einfach darauf hinweisen, unterstützt dieses Magazin. Es ist kein Geheimnis, ich mag Katja, ich mag das Magazin, ich nutze dieses Magazin selber sehr regelmäßig und vor allem am Wochenende blätter ich da immer durch und schaue nach, was mir da gefällt. Und ja, ihr findet unten in der Videobeschreibung mal ein Video von Katja. Die macht selber nämlich auch Videos fürs Magazin. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und da kriegt ihr dann auch mit, wie so eigentlich der aktuelle Stand der Unterstützung ist. Und was da so für die Zukunft auch von dem Geld geplant ist. Und das, ich finde es einfach mal spannend, weil man einfach auch mal Einblicke bekommt, wie, was eigentlich hinter so einem ganzen Magazin steckt. Ihr findet es oft spannend, wenn ihr so Einblicke hinter so einem YouTube-Kanal bei mir mitkriegt. Das kriege ich von euch immer zurückgemeldet. Und ich finde es total spannend, auch mal so hinter so einem Magazin zu schauen, denn da steckt schon eine Menge Arbeit hinter und sie hat ja mal so die Kosten aufgedeckt und oder gezeigt. Und da waren einige Sachen bei, da wäre ich nie drauf gekommen, dass das Kosten verursacht. Also sehr, sehr spannend, wie ich finde. Jetzt gucken wir uns aber das Paket an. Wir nehmen das mal hier raus. Hier sind zwei Sachen wieder. Ihr seht es. Zwei Sachen. Ich nehme mal den Karton hier weg. Ich bin hier ein bisschen eingeengt. Und dann auch noch den Greenscreen im Hintergrund. Dementsprechend, wo ich den Karton jetzt gegengeknallt habe. Die Wand steht. So. Ich habe übrigens lange nicht mehr hier mit dem Greenscreen gearbeitet. Ne? Hat aber alles noch gut funktioniert. Und ich hatte da irgendwie richtig Spaß dran. So. Wir gucken mal da rein. Ich mag dieses hier. Das ist ja schon mal richtig schön. Ach, das ist eine. Das ist mit einer Nadel festgemacht. Das ist. Ah. Eine kleine Fotobrosche. So sieht sie aus. Sehr, sehr schön. Die mache ich mir hier irgendwo fest. Die wird hier irgendwie. Oder sie kommt auf meine Instax-Wall oben drauf. Die lege ich. Genau. Da packe ich die oben mit drauf. Sehr, sehr schön, oder? Das, so sieht es hier mal in der Kamera aus. Ich finde das herrlich, herrlich. Gab es die in einer der Querboxen? Ich weiß das gar nicht. So, das hier war, ach, das ist gar nichts. Das war einfach nur Plastik, freie Fläche Füller. So sieht das Ding jetzt aus. Erinnert wirklich an die Querbox, ne? So, und wir gucken mal rein, was drin ist. Also wenn ihr Querfeldein unterstützt, dann habt ihr, bekommt ihr immer so in regelmäßigen Abständen. Ich habe ein bisschen gezuckt, als ich gesehen habe, dass das letzte Video darüber schon wieder 2 Monate her ist, weil ich sie schon gefragt habe, willst du das jetzt jeden Monat machen? Und dann kam, nö, es ist schon länger her. Die Zeit rast, die Zeit rast. Und es ist bald Weihnachten, ne? Also dementsprechend gucken wir mal jetzt, was hier drin ist. Ist ein bisschen vom Ton her, glaube ich, laut. So, wir haben hier einmal das trifft sich gerade sehr gut und ich kann euch nicht zeigen, wofür. Mist, ich kann euch gerade nicht zeigen. Hier liegt ein Produkt gerade neben mir, das werdet ihr nächste Woche wahrscheinlich sehen. Und dieser Kameragriff hier passt irgendwie dazu. Ich möchte nicht spoilern. Ich möchte einfach nicht spoilern. Ihr werdet nächste Woche etwas Neues hier sehen, auf jeden Fall. Oh, Katja, das passt sehr. Das passt sehr. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und wir haben hier wieder ein Magazin dabei, eine Zeitschrift. Zeitschrift zur Kultur der Fotografie. Zur Kultur der Fotografie. Juni 2019. Komm, wir blättern da mal ein bisschen drin rum. Ja. Ich finde auch gerade dann, wenn man keine Lust hat zu fotografieren, ist es immer wieder schön, sich Zeitschriften zu nehmen und einfach mal da drin rumzublättern. Und irgendwann hat man dann schon wieder neue Inspiration gewonnen, ob man will oder nicht, weil es prasseln ja Ideen auf einen ein. Ich finde es immer ganz cool, dass Querfeldein echt jedes Mal Magazine, ach guck mal hier, Magazine findet, die ich so nicht an einem Kiosk immer sehe. Was ist das denn hier? Du glaubst, du kennst sie alle. Fotografie und Spielen. Super. Schön. Für mich das beste Spiel 2019. Fotografen raten. Was? Achso, dann sieht man ein Foto.
ist ein Kartenquiz für alle, die sich mit Fotografiegeschichte auskennen oder ihr Wissen erweitern wollen. Es funktioniert als Ratespiel ebenso gut wie als Sammlung von Lernkarten. Ob in Gruppen oder zu zweit, beim niedrigen Spieleabend in der Foto-WG. Was? Nerdigen. Nerdigen. Gibt es da eine Möglichkeit, das online zu machen vielleicht? Dass wir das gemeinsam machen? Keine Ahnung. Ich mag sowas ja, ne? Ich mag sowas ja sehr. Gut, die Motive. Zeitschrift zur Kultur der Fotografie. Ja, also, ein Kamera-Griff, eine Brosche und ein Magazin. Das ist das, was... Ach, die Brosche ist toll. Die werdet ihr wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen bei mir. Ja, es ist keine umfangreiche große Querbox. Ihr wisst, die Querbox gibt es nicht mehr. Leider, leider, leider. Und deswegen lasse ich es mir nicht nehmen, einfach zwischendurch diese kleine Box auszupacken. Und vielleicht können wir das in Zukunft immer so machen, dass wir dann immer mal wieder über so ein paar Themen reden, auf jeden Fall. Und ja, so. Das war, glaube ich, jetzt das letzte Video vor dem Ferienende. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass die Ferien vorbei sind. Ja, das war Sommerferien. Ich glaube, da stimmen die Kollegen von YouTube mir ein. Springen damit ein in die Meinung. Ferien ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ja, ich weigere mich immer noch irgendwie Sommerpause zu machen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr sehr viele Videos ausfallen lassen aufgrund meiner Gesundheit und dementsprechend habe ich den Sommer durchgezogen. Aber ich bin jetzt froh, wenn der Sommer, nicht der Sommer vorbei ist, aber die Sommerferien vorbei sind. Ich gebe es zu. Ja, so, schreibt mal unten rein, wie ihr den Urlaub verbracht habt. Wo habt ihr den Urlaub verbracht? Seid ihr noch im Urlaub? Und wie viele Fotos habt ihr geschossen? Habt ihr mehr analoge geschossen? Habt ihr mehr digitale Fotos geschossen? Auch da spaltet sich das so ein bisschen, habe ich festgestellt auf Instagram. Viele lassen dann doch die analoge Kamera zu Hause offenbar und nehmen dann doch nur eine Digicam mit. Einige haben mir geschrieben, dass Urlaub eigentlich auch so ein bisschen ist, Kamera zu Hause lassen und einfach sein Handy nehmen und damit zwischendurch zu fotografieren. Wie seht ihr das? Haut mir das mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche außerhalb der Ferien wieder. Und bis dahin, passt gut auf euch auf. Erholt euch vom Urlaub. Kommt wieder gut in den Alltag an und ja, seid herrlich unperfekt, ja. Nichts muss perfekt sein, passt sehr, sehr gut für die Zeit nach den Ferien. Wir sehen uns nächste Woche wieder, macht's gut, ich bin raus, bis dahin, ciao.